Als Goldschmiedin stellst du sprichwörtlich Schmuckstücke her. Du arbeitest sie um und reparierst sie nach Kundenwunsch, eigenen Entwürfen oder Vorlagen. Mit dem Programm können wir erstmal Ring herstellen, sodass unsere Kundin schon sehr gut vorstellen kann, wie das Ring aussehen am Ende. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet in Industrie- oder Handwerksbetrieben statt. Das bringst du mit. Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, zeichnerische Fähigkeiten, Gespür für Ästhetik. Es gibt insgesamt 3 Fachrichtungen. Die Fachrichtung Juwelenschmuck, die ist spezialisiert auf das Verarbeiten von Edelsteinen, speziell Rubin, Saphir und Diamant. Die 2. Fachrichtung sind Ketten. Dort wird aus Drahtgeflechte Ketten und Armbänder gefertigt. Und die 3. Ausbildung, die wir auch hier machen, ist die Fachrichtung Schmuck. Wir sind so die Allrounder der Goldschmiede. Nach Planung und Rücksprache mit dem Kunden geht es ans Eingemachte. Clara bringt das Metall zum Schmelzen, walzt das Gussprofil und bearbeitet es mit einem Zieheisen. Ich biege jetzt die Ringschnur langsam Stück für Stück rund, sodass man dann in etwa die Form des Ringes hat, die dann im Endeffekt dabei entstehen soll. Und das mache ich jetzt alles per Hand und orientiere mich erstmal per Augenmaß. Sobald der Ring komplett zugebogen ist, werde ich ihn löten. Dann nach dem Beizen und Kratzen werde ich ihn auf einem runden Ringriegel nochmal rund richten, sodass er perfekt rund ist. Das lernst du. Umgang mit Kunden, Schmuck bearbeiten, eigene Entwürfe umsetzen, chemische und physikalische Vorgänge. Die letzten Schritte waren jetzt, dass die Fassung gebaut wurde, sie wurde montiert, die Steine wurden gesetzt und der abschließende Schritt ist jetzt, den Ring nochmal zu polieren. Knapp 2/3 der AusbildungsanfängerInnen bringen die Hochschulreife mit. So kommst du weiter. Weiterbildung, zum Beispiel Metallverarbeitung, MeisterIn, zum Beispiel Gold- und SilberschmiedIn, Studium, zum Beispiel Schmuckdesign oder eigener Betrieb. Ja, ich freue mich, Ihnen Ihren neuen Ring präsentieren zu dürfen. Du bist auf der Suche nach einem handwerklichen Ausbildungsberuf, bei dem du deine Kreativität und gestalterischen Fähigkeiten einbringen kannst? Dann liegst du mit der Ausbildung zum Goldschmied bzw. zur Goldschmiedin Gold richtig.